Good morning in the morning. Ich glaube, das ist tatsächlich mein allererster Vlog, den ich mache. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, jetzt regelmäßig hier auf YouTube ein bisschen aktiv zu sein, mich ein bisschen zu zeigen. Und habe mir zu Beginn des Jahres so ein bisschen überlegt, was könnte man so auf YouTube machen. Und ja, ein Teil dessen, was ich hier höchstwahrscheinlich auf regelmäßiger Basis machen werde, sind unter anderem ein paar Vlogs, wo ich so ein bisschen erzähle, was gerade so ansteht, was so gelaufen ist, was so in den nächsten Wochen passiert und dass ich so einen kleinen Einblick gebe, ja, was ich halt so mache als Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer. Der Februar war auf jeden Fall ein ziemlich bewegter Monat. Ich habe einige Shows im Ausland gespielt, in England und in Spanien. Gespielt in Bognor Regis, Barcelona und Castellón, und das waren unfassbar coole Shows. Immer ein bisschen anstrengend so mit dem Reisen, speziell wenn man quasi am Gigtag erst anreist, dann nimmst du irgendwie den Flieger morgens um 6:30 und dann sitzt man irgendwie morgens um 1 Uhr im Auto und spielt am gleichen Abend noch so um kurz vor Mitternacht eine Show. Ah, das ist nicht unbedingt immer die reinste Komfortzone, aber in der Regel wird man einfach mit einem phänomenal guten Konzert belohnt. Und das ist letzten Endes auch der Grund, warum man das eigentlich alles so auf sich nimmt. Dann war die Mediamieze hier, hat neue Fotos gemacht vom Studio, von einigen Schüler und Schülerinnen und von mir auch. Da gibt es jetzt in den nächsten Wochen so ein kleines Update mal auf der Website, weil ich festgestellt habe, auch krass, seit dem letzten Update sind dann doch auch schon wieder ein paar Jahre vergangen und natürlich bedingt durch den Online-Unterricht hat sich hier einfach ganz, ganz viel in der technischen Ausstattung und wie das hier so aussieht, ja, hat sich einfach sehr viel verändert und genau, da dachte ich, da waren mal wieder ein paar Fotos sozusagen fällig und die Mieze macht das einfach immer ganz phänomenal und holt auch aus dem geborenen Model immer das Bestmögliche raus. So quasi im Rahmen der Möglichkeiten. Dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, hier, was mit YouTube so mit dem Kanal so passieren könnte, was ich da so machen möchte und was nicht. Genau, wahrscheinlich wird es einige Vlogs geben, so wie diesen hier. Hatte ich erwähnt, dass das mein erster ist. Egal. Und ein paar Tutorials werde ich auch machen und natürlich auch immer mal wieder einige Schüler und Schülerinnen hier ins Rampenlicht stellen. Und dann einfach mal schauen, wohin die Reise jetzt mit YouTube so gehen wird. Natürlich habe ich auch zusammen mit meinem geschätzten Kollegen und liebgewonnenen Freund Andreas wieder jede Menge Podcast-Folgen aufgenommen. Da waren sehr interessante Themen dabei. Es ging irgendwie um Gesundheit für Musiker. Dann haben wir das erste Mal so eine Rhythmusgruppenanalyse gemacht mit Tower of Power. Großartig, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Waren echt einige tolle Episoden wieder dabei. Falls du vom Podcast noch nichts gehört hast, ich packe das mal hier unten in die Shownotes, sind ja gar keine Shownotes, hier in die Videobeschreibung rein, wenn du gerne Podcasts hörst und noch nicht mitbekommen hast, dass ich zusammen mit dem Andreas Reinhardt einmal die Woche auf dem Käffchen quasi digital treffe und ein bisschen über die Themen schnacke, die die Welt bedeuten. Genau, also hatten wir ja auch schon gesagt, dass die Sachen öfter dann mal vertrackt sind. Ist ganz interessant, dass du sagst, der baut die Band auf wie ein Schlagzeug. Ein anderer, nicht ganz so unbekannter Musiker namens Dave Grohl sagt, wenn er Gitarre spielt, betrachtet er die Gitarre wie ein Schlagzeug. Und die unteren, also die tiefen Saiten eher so wie Bassdrum und Snare und die höheren Saiten eher so wie Cymbals. Und sein Beispiel ist immer zum Beispiel das Gitarrenriff, was er gemacht hat für Everlong. Und dann ist es auch noch so, dass ich, das ist jetzt 2-3 Wochen her oder so, da habe ich noch eine Schülerin bei einem Gig besucht. Sie hat mit ihrer Band gespielt und das ist etwas, was ich immer mega gerne mache, weil es total erstmal interessant für mich auch als Lehrer zu sehen ist, wie mein Schüler oder meine Schülerin sozusagen im natürlichen Umfeld sich gibt, weil eine Unterrichtssituation ist natürlich schon immer irgendwie ein bisschen anders, wie wenn der Schüler oder die Schülerin halt mit einer Band spielt, bei einem Konzert und es nicht mehr sozusagen um das Akademische geht. Das war sehr interessant und Tiffy hat echt eine mega coole Band am Start, Lunte aus Essen. Checkt das mal aus. Ich packe mal hier auch Links in die Videobeschreibung rein.
war es auf jeden Fall eine gute Truppe. Mega Spaß gemacht, war ein cooler Abend. Und ich glaube, Tiffy hat hinterher noch eine Nummer getrommelt mit, wer ist das? Ich glaube, Roter Kreis. Das ist die Band von dem Drummer von den Toten Hosen. War irgendwie auch noch ganz witzig. Genau, ja. War ein witziger Abend.